700. Tor in der generellen Euro-Geschichte. Ja, wie ist es am Tag danach für dich? Ja, total schön. Ich glaube, gestern habe ich schon sehr, sehr viel dazu gesagt, wie viel mir das bedeutet hat. Stört euch das, wenn ich euch anschaue und nicht in die Kamera schaue, das stört keinen, oder? Auf jeden Fall, das hat mir gestern, wie gesagt, das hat mir sehr, sehr viel bedeutet. Das war wirklich unglaublich cool, unglaublich schön. Das 700. Tor ist eine sehr, sehr schöne Randnotiz, die ich dann mitnehme. Und ich glaube, schön langsam oder hoffentlich können wir das in den nächsten Tagen dann abschließen, dass du nicht hast, der 6., 7. und 8. Euro-Torschütze, dass es auch noch Thema wird, sondern es war ganz cool, war sehr, sehr wichtig, war sehr erleichternd für mich, war sehr erleichternd für die Mannschaft und war schon was Besonderes. Ja, Michael, auch von mir herzliche Gratulation. Es war wirklich ein sehr emotionaler Moment, auch für uns, die nicht im Stadion waren. Und ich glaube, wir haben vor einigen Tagen gesprochen, dass man sich in die Mannschaft spielt, dass man nach einer verpatzten Saison Ausrufezeichen setzt. Das ist dir enorm gelungen. Jetzt geht es gegen Holland. Hast du da dieses Gefühl, ich komme jetzt in die Startelf hinein, oder ist dieses Gefühl nicht vorhanden? Weil der Teamchef hat ja ein unbändiges Vertrauen auch in dich. Also es ist genau so, wie ich es gesagt habe. Ich glaube, das war der dritte oder vierte Tag im Trainingslager. Wichtig ist, dass wir als Truppe eine Einheit sind. Wichtig ist, dass wir eine Mannschaft sind. Dass wir alle scharf sind auf das Spiel wieder am Donnerstag. Dass wir mit genau der Leidenschaft, mit genau dem Willen und mit dem Mut zum Sieg in das Spiel gehen. Und wer dann am Platz steht, zu welcher Uhrzeit, ist völlig wurscht. Und ich glaube, gestern habe ich das Glück gehabt, dass ich da reingekommen bin und helfen habe können. Und genauso gilt es für alle 25 anderen, dass wir alle bereit sein müssen. Und ja, ich glaube, dass, also wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich weiß meinen Wert für die Mannschaft. Ich weiß, dass ich helfen kann. Und gleichzeitig wissen aber alle anderen auch, wie viel die anderen Spieler helfen können. Und deswegen, wir konzentrieren uns jetzt auf das Spiel am Donnerstag. Wir haben jetzt gestern einmal den ersten Sieg erledigt und jetzt wollen wir den zweiten und den am besten so schnell wie möglich. Ja, Michael, herzliche Gratulation. Stichwort Karriere. Ich habe es auch schon zuerst den Stefan Leiner gefragt. Wir haben ja die Nationalhymne und haben diese Strophe oder diese Textzeile. Heimat bist du großer Söhne, Töchter. Jetzt sprechen wir über die Söhne. Zwei ganz große Söhne mit großen Vätern haben gestern getroffen. Du hast ja schon oft erzählt, deine Beziehung zum Papa, hast du jetzt auch gesagt, mit dem Interview, die ganze Familie zu Hause. Was ist das, wo du selber sagst, das habe ich am meisten von ihm? Ist es diese Emotion, was du jetzt auch angesprochen hast? Ist es dieser unbändige Wille? Was ist es? Also die Diskussion gibt es ja im Hause Gregoritsch sehr oft und es ist dann immer mit sehr viel Sarkasmus das Wort leider dabei. Aber mittlerweile habe ich leider Gottes sehr, sehr viel mittlerweile, wo ich mich wieder in meinem Vater wiedererkenne. Ja, man kann es nicht leugnen, dass ich ein außergeschnitzter Gregoritsch bin. Das will ich ja gar nicht leugnen. Bin sehr, sehr stolz, was mein Vater, glaube ich, erreicht hat. Ist jetzt, glaube ich, der längstdienendste Profitrainer in Österreich. Und man muss einfach sagen, ich glaube, auch für ihn ist das nicht immer einfach, weil das muss man sich einmal trauen, dass man seinen Buben über 6, 7 Jahre in der U21 dabei hat und sich da eigentlich auch immer wieder anhören muss, ja, warum tust du den Buben dazu und hier und dies und das. Und dann auch in der Situation, wo er jetzt ist, ist es ja auch schwer, weil also U21 Teamchef, quasi, ja, der Bub ist an der Kippe, ob er jetzt bei der Europameisterschaft dabei ist. Natürlich war er, hat er auch mitgefiebert und mitzittert, aber wir haben das ganz, also man muss wirklich sagen, mein Vater und ich haben sicher ein Verhältnis, das ich mir nicht besser vorstellen kann. Und das gilt generell für meine ganze Familie. Und man sieht einfach, wie schön das ist, wenn alle sich mitfreuen, wenn alle wissen oder wenn alle sagen, okay, gut, sie haben irgendwann in der Karriere einen Teil dazu beigetragen und dass man dann eben bei so einem Großereignis dabei sein darf. Und das ist wirklich was ganz Besonderes und dabei bleibe ich. Und das ist schon ganz cool. Ich schreie nur nicht so laut wie er. Michi Lorbeer. Apropos zu deinem Papa jetzt, Michi, was wäre passiert, wenn der gestern im Stadion gesessen wäre, wenn der auf der Tribüne gewesen wäre? Darf man sich so vorstellen, dass der runtergehüpft wäre und auf dich zurennt? Nein, er ist ja schon deutlich ruhiger geworden. Aber ich weiß schon, also wir haben dann auch schon telefoniert, zwei, dreimal. Er hat schon sehr genossen auch. Und
Es war einfach, glaube ich, ein cooles Erlebnis. Er wird zu keinem Gruppenspiel kommen, aber wir haben schon die Abmachung, sollten wir weiterkommen, ist es eine Pflicht, dass er zumindest einmal dabei ist. Weil ich glaube, er war bisher bei keinem einzigen Länderspiel von mir im Stadion. Ich glaube, bei einem einzigen, wie wir uns gegen Nordmazedonien qualifiziert haben. Sonst spielt er immer gleichzeitig und deswegen habe ich ihm das ja jetzt auch ein bisschen vorgehalten, aber so ist es leider. Weil du gesagt hast, das war sehr emotional in deiner Familie. Wann hast du nachher den ersten Kontakt gehabt? Gleich in der Kabine oder erst im Hotel nachher? Und Nachfrage, war es vielleicht für dich ein bisschen eine Genugtuung auch, deinen Kritikern gegenüber? Also den ersten Kontakt habe ich gehabt nach dem Interview, bin ich dann kurz rein, dann habe ich mich kurz für einen Moment selber gefangen. Dann haben wir gefeiert, kurz eine Minute, und dann hat mich der Wiese schon wieder rausgeholt zu den Interviews. Dort habe ich dann am Feld habe ich kurz angerufen. Der Familiengruppenchat, also der Familienvideochat hat nicht so gut funktioniert, aber ich habe kurz meine Eltern angerufen. Und ja, also das war dann der erste Kontakt quasi. Entschuldigung, was war die zweite Frage? Ob das für dich ein bisschen Genugtuung war, auch deinen Kritikern gegenüber? Also ich muss ehrlich sagen, also ich sehe das eher so, dass ich sage, ich freue mich lieber für die Menschen auch mit, oder ich kann das eher so einschätzen, dass ich sage, okay, die Menschen, die sie wirklich immer wieder oder immer zu mir gestanden sind, dass die zu mir halten und das ist eher für die. Ich bin kein Freund davon, dass ich sage, okay, das ist jetzt eine Rache, aber natürlich irgendwann zu späterer Stunde habe ich mir dann schon gedacht, siehst, ist auch nicht so schlecht. Holland wartet. Es wird ganz anders werden, haben alle deine Kollegen auch schon gesagt. Was meinst du, wie es anders werden wird gegen Holland am Donnerstag oder gegen die Niederlande am Donnerstag? Ich muss ehrlich sagen, das kann ich noch nicht so beurteilen. Wir haben das Spiel leider gestern nur alle am Handy angeschaut, am Weg zum Flughafen. Bei 2-1 sind wir dann im Flieger, sind wir dann abgehoben. Ich muss sagen, ich war sehr viel mit anderen Dingen beschäftigt erstmal. Wir werden uns das ab heute Abend alle zu Gemüte führen, werden uns da vorbereiten und dann werden wir schauen, dass wir dort unsere Leistung aufs Spielfeld bringen, dass wir Holland besiegen können. Und nur darum geht's. Und ich kann noch nicht sagen, wie es anders werden wird. Aber es wird selbstverständlich ein anderes Spiel. Es beginnt wieder bei 0-0. Wir spielen auswärts, die Holländer spielen daheim. Die Holländer sind Favorit, selbstverständlich. Aber es ist eine Europameisterschaft und da gibt es keine leichten und keine einfachen Gegner. Und selbstverständlich ist Holland das nicht, aber selbstverständlich sind wir auch kein leichter und einfacher Gegner. Und wir wissen, wie gesagt, was wir kennen. Das erste Spiel hat uns sehr gut getan. Es war wichtiger, dass wir drei Tore geschossen haben, weil wir haben schon auch natürlich uns überlegt, okay, gut, wir machen zu wenig Tore, auch in den Vorbereitungsspielen, das ist eh klar. Aber wir bereiten uns gut vor, glaube ich, oder bin ich mir sicher, und werden dann unsere Sachen so ausführen, dass wir der Meinung sind, dass wir das Spiel gewinnen können.